Der Krone-Achs-Lift ist ein Zwei-Seiten-Lift. Auf jeder Seite wird ein stabiler, platzsparender Zwei-Falten-Luftbalg verbaut, der mit Luft befüllt, über die Federlenker die komplette Achse anhebt. Zeitlich parallel dazu werden natürlich die Luftbälge der Federung entlüftet. Bei der Montage wird der Achslift lediglich über den Lenkerbolzen geschoben, mit der sichelförmigen Platte fixiert und verschraubt. Somit bleiben sowohl die Werkseinstellung der Spur als auch das Anzugsmoment des Lenkerbolzens erhalten. Und genauso einfach wie die Montage gestaltet sich auch eine Nachrüstung des Krone-Achsliftes. Wenn bei einem Fahrzeug zwei Achslifte montiert sind, hebt in der Regel aus Gründen des maximalen Radstandes zunächst die hintere Achse. Dadurch reduziert sich wieder der Radstand, das Fahrzeug wird wendiger. Wenn zunächst die erste Achse angesteuert wird, verlängert sich der Radstand und dadurch vergrößert sich der Druck auf die Triebachse der Zugmaschine. Aber auch wenn zunächst die erste Achse hebt, darf der maximale Radstand nicht überschritten werden, damit der Zug auch weiterhin eine saubere Kreisfahrt durch den Biokraftkreis absolvieren kann.